Man merke, neue Kamera, bessere Qualität und man sieht auch das erste Mal, wie fertig man aussieht. Und hier meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu einem Vlog. Ich habe das ja schon angekündigt. Wir fahren jetzt gleich nach Berlin. Ich muss mich jetzt dringend zum Bahnhof aufmachen und dann sehen wir uns gleich im Zug wieder. Das wird, glaube ich, wahrscheinlich so ein Zusammenschnitt, weil ich übelst verbraten bin. Ich glaube, ich habe eine Stunde geschlafen oder so. Mega fahren, wupp wupp. Bis gleich. Halt in Berlin angekommen. Ihr seht schon, das Wetter ist immer noch ein bisschen fragwürdig. Ich bin nur ein bisschen weiter gerannt, denn ich habe immer noch nicht den Popschutz für den Wind, den ihr jetzt vielleicht hören würdet, aus dem Mikrofon gemacht. Beziehungsweise ich habe mir den noch nicht geholt. Und ich jump jetzt ganz schnell in ein Taxi, fahre dann super sweet zum Hotel. Habe ich auch noch gar keinen Plan, wo das ist und mein Internet hat das gerade wieder nicht geladen. Und dann gucken wir mal, dass wir schnellstmöglich zur Location kommen. Muss ja noch ein bisschen fresh machen. Titelverteidiger kann man ja nicht mit so einem Löckchen da rauskommen. Muss ja die Friese sitzen. Besonders wenn es wettertechnisch weitergeht. Zieh dir das mal rein. What? Guck nicht mehr, schade. Bis gleich im Hotel. Fokus. 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 Hallo? Ich bin jetzt im Hotel angekommen. Meine Güte, was eine Reise, was eine Zugfahrt. Das ging für euch höchstwahrscheinlich recht schnell vorbei. Man sieht es in meiner Hand gar nicht mehr. Für mich waren es dennoch 5 Stunden jetzt, glaube ich, und sehr wenig Schlaf. Was habe ich denn hier an der Stirn, Alter? Mit der besseren Kamera, da sehe ich aus wie so eine richtige Leiche. Besonders, wenn man nicht geschlafen hat, ist so eine Kamera, glaube ich, echt tatsächlich ein bisschen schwerer. Nicht viel gevloggt, aber eigentlich soll es ja hierum auch, also in dem Vlog jetzt eher um LPP gehen. Und ich liebe es immer, wenn ich in irgendein Motel One einchecke, dass dann immer diese Ambient-Mucke anfängt mit den Fischchen. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal ein bisschen frisch, dann fahre ich direkt an die Location und dann kriegt ihr das, wofür ihr hier höchstwahrscheinlich draufgeklickt habt, und zwar ein paar Eindrücke von Let's Play Poker 11 und ich habe schon viele Tweets gesehen, alle haben Bock drauf, ich freue mich mal die anderen kennenzulernen, denn tatsächlich ist dieses LPP ja mal ein Event oder das allererste größere YouTube-Event, wo ich dran teilnehme, wo ich niemanden kenne, persönlich zumindest nicht, also ich kenne natürlich alle, die da sind, aber ich habe noch mit niemandem von denen Wort gewechselt und bin tatsächlich jetzt mal allein auf Mission und ich habe gestern schon Kommentare gelesen wie, bisschen aufgeregt oder so. Ich bin tatsächlich weniger aufgeregt wegen irgendwie, keine Ahnung, Persönlichkeiten oder irgendwelchen Zahlen im Internet. Das geht mir eigentlich recht an der Banane vorbei. Aber ich bin halt aufgeregt, weil ich die nicht kenne und ich möchte immer mit allen eigentlich ganz gut sein, so, weil ich bin so ein Kommunikationsmensch und ich mag das nicht, wenn mich jemand nicht mag, ist es nachvollziehbar. Von daher, deswegen bin ich tatsächlich ein bisschen mehr aufgeregt als, keine Ahnung, irgendwie um dieses ganze Event rum. Es geht ja hauptsächlich da auch um Spaß, aber für mich, für the kid, kann ich natürlich nicht reden. Also, ich ziehe mich jetzt mal um, pick Timelapse und dann machen wir mal einen Schnipper und dann bin ich gleich wieder da, okay? Vergesse ich höchstwahrscheinlich sowieso wieder, aber Schnipper und dann geht's los. Zack, habe ich mich sogar dran erinnert, bin ich ein Typ oder was? So, das ist mein Outfit. Warte, wir gehen mal zusammen hier zu diesem wunderbaren lokalen Spiegelchen. So, zack.
Ja, Spiegel, du kannst das gar nicht. So, warte, ich mach mal, kurz den hier. Dann sehe ich mich wenigstens selber. Das ist Köpfchen. Das Köpfchen hat hier so wieder so ein Ninja-Samurai-Ding. Dann geht's hier einmal runter. Dann sogar heute mal Hemd in der Hose, denn das ist so ein Hemd. Das kann man sich auch mal in die Hose tun. Und ich habe noch nicht so viel gegessen. Deswegen ist mein Bäuchlein auch noch ein bisschen drin. Und das sieht tatsächlich so aus mit dem Sakko, als hätte ich ein bisschen Taille. Habe ich natürlich leider nicht. So, okay, dann gehen wir mal weiter runter. Und da sind die wunderbaren Schüchchen, da sind Locken, Socken, Gesänge. Hey, Flawless, oh mein Gott, ich kann Beauty-YouTuber werden. Yay, lass einen Daumen da, oh mein Gott. Yay. Übrigens, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ich habe extra so gesagt, ne, dass wir so in den Hinterhof gehen, weil Hinterhof ist total gechillt. Und da dachte ich so, vielleicht ein ganz schöner Park oder so, aber ich zeige euch mal, was hier abgeht. Guck mal hier, ganz viele Häuser. Das ist ganz viele Häuser, wie ich so gedacht mal gucke. Ich kann jetzt ja sogar zoomen mit der Kamera, guck, wie ich zoomen kann. Und das ist sogar eine gute Qualität auf der Kamera, was für eine tolle Qualitätskamera. Ich gucke mal hier, oh, da ist niemand. Warum ist denn keiner draußen, den ich verarschen kann? Oh ja, Nachbarn. Hallo Nachbarn. Guck mal, da kann man noch reingucken, Alter. LSD. Oh, Alter, wie weit wir reinzoomen können. Oh mein Gott, Alter, ich bin voll der Spion. Oh Gott, jetzt wird es aber schon schwierig, das Ganze gerade zu halten. Guck mal, ich sag gerade gleich, Alter, Mord, Alter. Und ich hab's live drauf. Zoom bitte wieder raus, Hilfe. Gut, okay, ich mach mich mal auf den Weg. Und dann sehen wir uns gleich bei LPP wieder. Ich rufe mir jetzt ein Taxi. Wenn mich jemand sieht, dann sieht das auch merkwürdig aus hier. Ich geh mal vom Fenster weg. Menschen. Ich bin wahrscheinlich in meiner männlichsten Position, seitdem ich irgendwann mal ein Video gemacht habe, jetzt an der Stelle mit Alex. Mit Alex. Alex macht das hier richtig professionell. Ich sehe zwar aus wie ein kleiner freudiger Straßenköder aus Paris, aber jetzt gleich sehe ich aus wie ich hätte gern den Russell Crowe Look. Geht das? Kannst du auch nur mit Schatten arbeiten. Machst du dir Smokey Eyes? Ich mach mir für mich? Ich mach die Smokey Eyes für mich. Finde ich schön. Guck mal, wie gut du aussiehst, ey. Geh mal bitte wieder raus aus dem Bild. Okay. Das ist ja richtig schrecklich. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Das muss ich direkt cutten wieder. Du hast was von Last Samurai mit deinem Zombie. Last Samurai. Okay, ja, ich muss auf jeden Fall gleich mich neu dutten. Hardy, Finger weg. Ja, sorry. Ich stehe halt auf Schminken. Sollen wir uns so eine Stelle aussuchen, wo wir uns gegenseitig schminken? Weißt du, so jeder kriegt eine Stelle. Wir können so männlich gerade. Wir können uns auch so Angel Eyes machen lassen, was mit so einem Schnörkel hier. Geil, Rolana Del Rey, geht das? Geht alles. Sollen wir es machen? Es hat so ein bisschen Pokermäßig. Oder ein bisschen Kajal hier, da kommen wir so Rockstar oder so. Genau, dann kommen wir so mit Brillen rein und dann nehmen wir die ab und dann haben wir voll die geilen Eyeliner. So. Dann fragen die Zuschauer alle, trägst du etwa Kajal? Ich trage nie Kajal. Trägst du Kajal für deine Videos manchmal? Nein. Ich habe mal Kajal bei Karneval getragen. Gut, jetzt komm, was machst du? Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Ich mach gar nichts. Okay, alles gut. Okay, ich bin ein bisschen panisch. Ich mach nichts. Soll ich noch irgendwas machen? Lippenstift. Mach den Kajal. Machen wir nicht. Machen wir Kajal. Sollen wir so eine richtig krasse Kajal machen? Also wenn du Kajal machst, mach ich auch Kajal. Ich mach's mal, da hängt mir schon so ein Luddersch an der Seite raus, wie wir aussehen. Ich mach's nicht alleine. Was ist das denn für eine Linse wieder, weißt du? Muss mal abmachen, dann sieht man auch was. So eine Scheiße. Du kannst dich jetzt ein Drittel. Nee. Oh geil, ich kann dich gerne behalten. Einmal im Leben. Es gibt beide. Guck mal. Das gibt's immer. Stimmt, Annika ist in meinem Fernsehen, ne? Das kostet bestimmt Geld. Nur Kelly, zoom mal rein. Komm, das war ein Gag jetzt. Weißt du, das Geile ist, sobald du irgendwas mit Fernsehen zu tun hast, wirst du von YouTubern immer erstmal gedisst und verarscht. Ja, die Fernsehtussi nenne ich auch gerne. Die Fernsehtussi? Heißt der Kanal auch schon? Nein. Aber das wäre Annika. Wer ist der Kanal denn? Annika Hansenberg. Auf der URL. Die URL. Ich verlinke noch die URL. Meine URL. Ist auch Annika Hansen. Wow, okay, gut, das lassen wir ein bisschen. Das ist ein bisschen kompliziert. Die müssen leider selber suchen gehen. Aber ich zeig mein Pferd. Das ist ein Pferd? Ja. Wie heißt das Pferd? Gut, okay, Leute, dann wir lassen das komplett jetzt. Das ist sehr richtig schrecklich. So, ich zeige euch mal ein bisschen die Location, denn wir haben das noch gar nicht gemacht. Und bevor jetzt hier noch die Leute reinstrampfen, zeige ich euch mal, dass es echt super, super schön geworden ist, muss ich sagen. Zumindest war ich noch nie bei so einer krassen Location. Ihr seht das schon im Hintergrund, ist so eine ganz krasse Strandbar aufgebaut. Im Hintergrund da müsste der Kamerakran sein. Da sind wir auch später dann reinmarschiert, beziehungsweise wenn ihr das gesehen habt, sind wir da gestern reinmarschiert gekommen. Hier noch irgendwie so kleine Bobbelchen und ich habe irgendwas in der Beschreibung gelesen. Oh, mal gucken, mit dem Wind am besten. Ich knie mich mal kurz hier hinter. Ich habe in der Beschreibung gelesen, kommen 300 bis 400 Leute oder so. Und da bin ich mal gespannt, ob das so hinhaut, denn... das sieht nicht so aus, als würden hier 300 Leute hinpacken. Oder 400 Gespräche, denn das ist ein bisschen matsch. Also ich guck mal kurz, ob ich so einen schönen Pan mache von der ganzen Location. Gehen wir mal durch, okay? Wir sehen uns. Woop.
Mach mal was hier. Komm, mach doch mal was. Knutsch mal. Knutsch mal, küsst euch mal. Bitte, komm. Knutsch mal. Knutsch mal. Wir wissen gar nicht mehr, was wir hier machen. Ey, kommt nie zu Poker, Leute. Das riecht peinlich hier. Hallo, ich hab verloren. Tina ist traurig. Frodo ist im Hintergrund sehr unscharf. Hallo Frodo. Hallo. Guck mal, wie das scharf wird direkt. Als würde die Kamera das wissen. Guck mal. Guck mal. Ah, und eine Malwanne. Guck mal, sie tötet ihn. Oh mein Gott, wie süß. Das ist ein Live-Mod. Ah, toll. Oh, und er ist tot. Oh, das ist Lifestyle, Webvideopreis nächstes Jahr. Hat leider heute nicht für mehr gereicht, außer den letzten Platz. Aber ich sag ja immer noch, die haben so ein perfides Spiel gespielt. Und dann in unserer Ecke. Boah, wie pervers gut das aussieht. Ja. Wurmstaffeln! Ja? Ich meine Wurmstaffeln! Good job! Nein. Schöne, schöne Geschichte immer mit dem Autofokus, denn dann hat man ein bisschen. Guck mal, die TV-Tante hat eine Legria. Guck mal, da ist gerade der Upgrade im Gang. Was ist denn das? Ist das jetzt The News? Ja, guck dir das mal an. Geh mal qualitätstechnisch. Siehst du das? Guck mal, deine Augen, wie Rubine. Ja, hier nicht so, ne, bei mir. Nee. Ey, ich bin so stolz, dass ich die Schnappe. Jetzt muss ich schon wieder upgraden. Jetzt hoffen wir. Wie lange machst du das denn jetzt schon? Ist das der Mietmieter-Vlog, ist das? Glaube ich so mein 70 oder 80. Ein 70? Echt? Wenn ihr das aus der Perspektive sehen wollt nochmal, in schöner Legria-Sicht, weil die gibt es ja jetzt nicht mehr bei mir, dann geht mal auf Annikas Kanal. Und wenn ihr das auch noch aus einer anderen Sicht sehen wollt, dann geht mal auf Kennys Kanal, weil die filmt das auch gerade mit der gleichen Kamera. Und dann ist Kathi, die Kathi macht irgendwie, Kathi hat auch die gleiche Kamera und wir sind alle. Ich sag ja, Revolution. Alles von hier angucken. Genau. Ist auch viel besser als der Livestream jetzt. Also guckt doch jetzt mal live rein. Oh, da ist noch jemand raus. Annika muss arbeiten. Annika muss arbeiten. Was zum Teufel? Yeah. Die letzte Karte war's. Die letzte Karte war's. Wir sehen hier Nathalie Hoch an ihrem Handy. Endlich kann ich das machen, wofür ich geboren worden bin. Ein langsamer Zoom-In. Eine wilde Nathalie Hoch. Die checkt das Internet aus. Weiß nicht ganz genau, was passiert. Kleines Product Placement vielleicht auch für Apple. Was passiert am Wochenende? Ein neues Restaurant hat aufgemacht. Ah, in Köln. Oh, hat sie es gesehen? Und jetzt? Bisschen sauer? Na, vielleicht auch nicht. Jetzt die Hand davor. Ja, die war mal im Fernsehen. Die ist ganz berühmt. So ein bisschen drauf. Ja, komm. Sehr scheu, sehr scheu. Vielleicht kommt ihr gleich zu uns. Wissen Sie nicht? Sie haben nur noch nichts. Ja, nee, eine Unterschrift haben, damit ich das zeigen darf. Das kann das neue Mikro natürlich nicht auffangen, alles. Deswegen ist es ganz gut gelaufen für uns. Einfach mal weiter drauf fallen. Wie der größte Spanner, Alter. Wie der größte Spanner. Ein bisschen. Entschuldigung, ich stalk gerade. Und jetzt tut sie so, als würde sie es nicht sehen. Jetzt geht's ein bisschen weiter. Sie stalkt nochmal ein bisschen weiter. Und wir zoomen noch ein bisschen weiter ran. Wie der übelste Stalker, Alter. Das ist wie so eine Nachbarschaftswatch. Weißt du, so richtig ins Gesicht, so viel zu weit. Mal irgendwie mal hier so. Oh, das ist nochmal eine Sicht. Das ist meine Sicht. Warte, sie tut jetzt immer noch so unberührt. Gleich kommt aber nochmal der Blick nach oben. Ich kann sagen, ich lese sie wie ein Buch. Jetzt kommt sie mal, da ist er. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Damit verdiene ich mein Geld, Leute. Damit verdiene ich mein Geld. Oh Gott, jetzt kommt sie rein! Ich glaube, ich gehe wieder weiter. Ich glaube, das Ding wird nie beendet werden. Und jetzt ist Steve wieder komplett runter, Alter. Und ich habe auch gesagt, ich habe momentan tatsächlich, ich hatte meine Pferde auf Robert gewettet. Von daher, guck mal, ob ich das richtige Gespür hatte. Und jetzt nicht hier total abstinke. Die ganzen Leute direkt wieder erinnern. Jetzt wieder merkwürdige Typen, Alter. Was ist da los? Das weiß ich auch nicht. Das ist auch der große Punkt. Ich würde da ganz gerne noch ganz, dem Wunder mein Gürtel übergeben, jetzt ist hier wieder komplett schweigend, Alter, als wäre hier gerade irgendwie der totale Goldscheiß am Laufen. Ich glaube, es geht los. Ina. Annika drängt direkt wieder ins Bild, muss pinkeln. Ey Leute, ihr müsst das unbedingt mal sehen, was hier gerade abgegangen ist in Annikas Vlog. Ich wurde richtig abgeknutscht. Kein Scheiß. Inzwischen ist es ernsthaft. Annika hat das richtig gut gemacht, um die Views zu kriegen. Da also kommt wenn ihr sehen wollt, wie ich ihn küsse, geht doch. Bla 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 bla. Ja, genau.
genau, richtig. Sehr gut. Die Kamera ist schon geil, ne? So viel, ne? Das ist der mega krasse Showdown. Ich hoffe, ihr habt das gestern gesehen. Scheiße, Alter. Das geht hier hin und her. Bei uns war das ja wenigstens noch so all in die ganze Zeit, bis einer tatsächlich rausgegangen ist. Aber ja, schauen wir mal. Ich zeige euch nochmal ein bisschen was davon. Oh nee, die hat wieder ihren Schlong. Nein! Nathalie an der Moderation jetzt, ganz spannend. Spannend, dramatische Wendung. Easy going, ne? Robby, jetzt. Warte, jetzt bist du scharf. Alter, was du. Jetzt hast du ein Thumbnail, ne? Jetzt hast du ein Thumbnail, ja. Give me one moment in time. Yes! Die Krone! Die Krone! Was? Was? Du Ficker! Du Ficker! Du Ficker! Du Ficker! Oh Mann. Der Gürtel war eh nicht so meine Farbe. Ach, hat er auch noch nicht mal. Nein! Oh mein Gott! Special Effect by Lina! Wow! Woo. So, und jetzt wieder aus der wunderbaren Make-up-Location. Hier werden gerade noch die ganzen Sachen eingeliefert. Draußen ist eine wilde Festivität im Gange. Unser KIZ-WG, zertrümmerter Mensch, falls jemand Zirkus Halligalli gesehen hat. Genau, Turn-Up in seiner WG. Wie lange ist das her? Monat. Monat. Müsst ihr nochmal gucken, Zirkus Halligalli, die waren in seiner WG und haben da das KIZ-Video gedreht, ne? Richtig. Von daher Turn Up, schaut auf jeden Fall mal bei allen Menschen vorbei, die ich in der Beschreibung verlinkt habe. Und dann sage ich, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Gut, Majestic Casual legt hinten noch auf tatsächlich, da werde ich vielleicht nochmal mir das ein oder andere Bildchen schnabulieren, denn den Kanal finde ich nicht nur cool, sondern unglaublich cool und super und muss wohl ein unglaublich netter Typ sein. Und ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend jetzt höchstwahrscheinlich, denn das Video ist recht spät rausgekommen oder wann ihr das auch immer schaut, einen schönen Tag, Mittag oder sonst wie was. Und im Hintergrund werde ich schon liebäugig beugt, weil ich zu lange rede. Und wenn ich jetzt nochmal ein bisschen länger rede, vielleicht mag ich darauf wenn das, dann wollen wir merken, dass ich mal da kurz kam, aber ein Handy. Ja. Gut Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Morgen sogar schon. Tschüss.